dass sich ausgerechnet ein Lungauer zu den erfolgreichsten Elvis-Tribute-Artists der Welt hocharbeitet, war schon eine Überraschung. Noch heute sorgt Rusty für die eine oder andere kleine Überraschung auf der Bühne. Seine treuen Fans waren jedenfalls spürbar glücklich, dass er mit seiner Las Vegas Band in der Szene wieder auftreten konnte. Nach über einem Jahr Pause rockte Elvis Tribute Artist Rusty mit seiner Las Vegas Band zur Freude seiner vielen Fans endlich wieder die Bühne in der Szene Salzburg. Seit mehr als 30 Jahren ist die Bühne sein Zuhause und er sorgt immer wieder für Gänsehautmomente. Naja, jetzt sind wir das 13. Mal da, also ein Jahr müssen wir abziehen durch Corona. Und es war jetzt wirklich schwer, dass wir das Haus ausverkauft haben. Das war ein Wahnsinn, weil ich mache das selbst, das ist eine Selbstveranstaltung. Und dank meines Sponsors habe ich das eben super hingebracht, dass wir das wirklich geschafft haben, weil das ist nicht mehr so leicht in der heutigen Zeit. The wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm okay. Einer, der kein Konzert versäumt, ist sein Mentor Rudi Quinberger. Ist ein Entertainer, den man immer wieder hören will und ist ganz tief in mein Herz hineingedrungen, weil er wirklich Lieder singt, die gefühlvoll sind und man denkt an den Elvis, weil er wirklich dieselbe Stimme hat. Bin einfach begeistert von ihm. Ich schätze den Rusty als Mensch erstens, und zweitens als großartigen Künstler und dazu bin ich noch ein Elvis-Fan und das kommt alles drei Dinge zusammen und deswegen bin ich hier. Ist der Beste. Der Rudi, mein ganz lieber Freund, ich kenne ihn schon seit zig Jahren, seit 10 Jahren und ich liebe ihn, ich liebe seine Musik. Er ist der beste Elvis-Darsteller überhaupt und wenn Elvis nicht gegeben hätte, ich hätte mich in ihn selber verliebt, weil es gibt nichts Besseres wie ihn. Obwohl der Humor nicht zu kurz kam, wurde es, als Rusty in der Ghetto anstimmte, fast magisch still im Saal. Schauen Sie sich das Konzert an, ich meine, das, was dahinter steckt, das ist ein großes Familiendenken, das er auf 700 Leute ausgedehnt hat. Ja, das ist wirklich schön. Auch eine Überraschung hatte er dieses Mal im Gepäck. Sitzt im Publikum und er hat gesagt, Papa, wenn ich heute komme, dann möchte ich mich, dass du mich auf die Bühne holst. Ja. Also vorstellen genügt nicht für ihn, ich hole ihn auf die Bühne. Das ist sein Wunsch und möchte einmal kurz reinwinken. Die Las Vegas Band heizte den treuen Fans mit hämmernden Rhythmen und dröhnendem Bass so richtig ein. Gute Rockmusik ist eben live einfach besser. Und wer liebt das nicht? Das Licht geht aus, ein Raunen geht durch die Menge und dann wird gerockt. So, wie es Rusty einmal mehr auf der Bühne zum Besten gab.